diesen ersten Startvortrag heute halten zu dürfen. Ich habe ein kleines Projekt mitgebracht, das nicht besonders groß ist, das bei uns im Büro aber für eine intellektuelle Herausforderung gesorgt hat. Wir haben festgestellt, dass mit diesem Projekt unsere Denkweisen hinterfragt wurden, wie Orientierung im Raum eigentlich funktioniert und wir seitdem an Leit- und Orientierungssysteme anders hingehen. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht ganz gut, also die Prozesse, die wir da durchlebt haben, bei diesem Projekt heute für diese Konferenz mitzubringen, weil wir tatsächlich auch auf ganz unsicheren Pfaden am Anfang uns bewegt haben. Worum geht's? Wir haben für die Stiftung Pfennigparade, das ist eine Stiftung, die sich früher für die Kinderlähmungsopfer gekümmert hat, heute weitgehend sich um Wahrnehmungs- und Patienten, die Schädigungen des zentralen Nervensystems haben, kümmert. Sollten wir ein Leit- und Orientierungssystem für das Gesamtgelände der Stiftung Pfennigparade hier im Münchner Norden am Petuelring entwickeln. Und das ist übrigens entstanden in Projektpartnerschaft mit dem Büro Schweiger-Winschermann und noch damals im Rahmen auch meines damaligen Büros Design Staus-Grillmeier-Partnerschaft. Also wir haben 2011 damit begonnen und wird aktuell von meinem jetzigen Büro Staus-Prozessform weitergeführt im Außengelände. Was ist das Grundproblem? Das Grundproblem ist, wir haben hier einen Bestand, der seit den 50er Jahren gewachsen ist, also unterschiedliche Häusertypen, unterschiedliche Formen von Architekturen. Und wir festgestellt haben, müssen uns sehr mit der Stimmung in diesem Gesamtgelände auseinandersetzen und mit dem Klientel. Das heißt, also das sind Kinder bis Erwachsene, die tatsächlich Wahrnehmungsdefizite haben. Die Wahrnehmungsdefizite können visueller Art sein, sind aber meistens eher im Bereich des Nervensystems anzusiedeln. Ich würde so ein bisschen das so gliedern: Auseinandersetzung mit dem Bestand, dann daraus, also aus diesen Strategiegesprächen mit dem Kunden haben wir Zielvorstellungen formuliert. Wir haben versucht, die Atmosphären, die wir erzeugen wollen, auch für die Kunden zu beschreiben. Dann Lösungsansätze, dann will ich relativ knapp auf die Ergebnisse eingehen und dann eher noch etwas auf die Erkenntnisse, den Vortrag ausdehnen, die wir daraus gewonnen haben, damit wir darüber vielleicht auch noch kurz diskutieren können. Das Interessante ist, dass es solchen Behinderteneinrichtungen im weitesten Sinne eigentlich in den Städten, auch in so einer aufgeschlossenen Stadt wie München, eigentlich nicht erlaubt ist, im Vorfeld zu diesen Einrichtungen zu werben, weil das Umfeld eigentlich meistens nicht möchte, dass diese Veranstaltungen irgendwie groß, also dass diese Organisationen groß dargestellt werden. Also man möchte anscheinend in München nicht in einem Viertel wohnen, wo eine koedukative Schule zwei Straßen weiter ist. Das heißt, schon die Ankündigung einer solchen Einrichtung bei der U-Bahn, die nächste U-Bahn-Station ist also nur eine kurze Distanz weg, darf gerade mal so groß sein, also von der Stadt München aus abgesehen. Das ist natürlich völlig irrsinnig. Also wenn man sieht, dass so eine normale Restaurantwerbung wie da hinten das Spigadoro also doppelt so groß sein kann, wie diese aktuelle Stele, die wir hier vorne von der Stiftung Pfennigparade vorfinden, auf einem kleinen Grünstreifen einer schnell befahrenen Straße. Wir müssen uns auch vorstellen, dass diese Straße, die da lang führt im Norden dieser Pfennigparade, ich weiß nicht, ob Sie den Petuel Park kennen, eine relativ schmale Straße ist, da lief bis noch vor kurzer Zeit, 40 Jahre lang, der mittlere Ring vorbei. Das heißt, das war die Nordseite dieses Geländes, es war die Rückseite des Geländes, man hat sich versucht, von dem Lärm und Verkehr dort abzuschirmen. Diese kleine Straße untergeordnet hat nur auf der einen Seite diesen Gehweg und das ist die Hauptzuführung für etwa 1500 Schüler jeden Morgen, die dort ankommen und für etwa 500 Mitarbeiter, die im Gelände arbeiten. Wir sprechen da nicht von, sagen wir mal, 2 bis 3% von Behinderten, sondern wir reden von ganz vielen Rollstühlen, wir reden von ganz vielen Leuten, die mit Bussen gebracht werden müssen. Das heißt, wir haben schon ein riesiges Verkehrsproblem auf dieser untergeordneten Zuwegung zu diesem Gelände, mit dem wir irgendwie umgehen müssen, bevor wir jemals über Schilder überhaupt nachdenken können. Grundsätzlich ist das Klientel, an dem wir uns mit dem Leit- und Orientierungssystem wenden, total heterogen. Das ist banal, das ist eigentlich bei jedem Leit- und Orientierungssystem so, aber hier haben wir eben gerade in der Gruppe, also der Körperbehinderten, eben auch Wahrnehmungsbehinderungen. Wir haben Leute, die sind gar nicht körperbehindert, die können aber auch Wahrnehmungsbehinderte sein. Und wir haben in Anführungszeichen ganz normale Leute, die mit diesen Leuten im Unterricht zu tun haben oder mit denen in den Werkstätten arbeiten oder mit denen zusammen wohnen. Das heißt, wir haben so ziemlich die ganze Bandbreite dieser Gesellschaft, alle Altersstufen, alle Altersklassen, alle Ausbildungsstufen und so weiter und jede Form von Behinderung. Das ist relativ schwierig in einer Form abzudecken. Interessant ist, dass vor allem dann, wenn Sie Körperbehinderungen vorfinden, die Körperbehinderten sich, weil das Fahren mit dem Rollstuhl sehr mühselig ist, überhaupt nicht an die Wege halten, die Sie denen vorschlagen wollen. Beispielsweise ist dieses gläserne Gebäude, aus dem wir hier raus fotografiert haben, eigentlich das Fluchttreppenhaus. Das heißt, es befindet sich direkt an dieser Erschließungsstraße, ist überhaupt nicht als Haupterschließung der dahinter befindlichen Schule geplant, aber natürlich gehen diese
Körperbehinderten hier durch die Feuertür, die sie immer aufgekeilt haben, also die als Brandschutztür eigentlich immer verschlossen sein muss, und nehmen wie Flüssigkeit den schnellstmöglichen Weg zu ihrem Klassenzimmer. Das würde ich auch tun, das macht absolut Sinn. Es gab in der Vergangenheit anscheinend ganz viele Überlegungen, wie man das irgendwie anders regelt und wie man die zwingt, erstmal in den Schulhof zu gehen, zum Zentralverteiler und dann quasi rückwärts in dieses Gebäude einzudringen. Die Realität ist jeden Morgen eine ganz andere und das bedeutet, diese Busse parken hier alle auf dieser Straße, dann ist erstmal totales Verkehrschaos, dann werden diese einzeln ausgeladen mit so kleinen Hubliften und so weiter. Also jede Person, die mit dem Rollstuhl dort antransportiert wird, hat einen Entladevorgang von etwa 2 Minuten, bis sie überhaupt bei der Tür auftritt. Das muss man alles irgendwie ein bisschen anders organisieren. Ich springe jetzt nochmal kurz zurück. Wir haben unseren Kunden versucht, anhand dieser Zeichnung, das sind Original-Screens aus dieser Präsentation, am Anfang aus der Strategiephase mit dem Kunden erklärt, dass man Raumfolgen nicht umdrehen kann. Also es ist für uns bei bestimmten Architekturen vollkommen klar, wo der Eingang ist, deswegen diese Kirche. Und wir können nicht plötzlich sagen, ich gehe hinten zur Apsis rein. Also da funktioniert die ganze Architektur nicht mehr, weil wir natürlich mit diesen Raumfolgen, also bestimmte Verhaltensweisenänderungen haben. Wenn ich ein Gebäude durch eine Tür betrete, bekomme ich eine Zone, die ist noch so halb öffentlich, dann komme ich vielleicht an und kann mir eine Information holen, dann komme ich immer zunehmend in privatere Zonen hinein. Das heißt, funktional mag das für die Rollstuhlfahrer hier vollkommen in Ordnung sein, den kürzesten Weg zu gehen, nur dort sind sie quasi auf der falschen Seite ins Gebäude reingegangen. Irgendwie muss man mit diesem Umstand leben lernen. Interessant ist auch, dass diese Rückseite der Pfennigparade baulich, Sie sehen hier ein paar Fotos aus dem Bestand, jetzt nicht gerade so ausschaut, als wäre es der Haupteingang zu einem Gelände, in dem 1500 Menschen täglich arbeiten oder zur Schule gehen, sondern es ist erkennbar die Rückseite eines Geländes und es bringt dann natürlich auch überhaupt nichts, in einer solchen Situation solche Schilder aufzustellen. Dieser Ort sagt einfach nur durch seine Atmosphäre und baulich, ich bin die Rückseite eines Geländes, ich bin eher der Ladehof. Und das heißt, wenn die Gesamtsituation nicht stimmt, können Sie da auch kein Schild aufstellen, das dann Haupteingang heißt und dann hätte jeder begriffen, dass das jetzt die Hauptzugangssituation sein muss. Das heißt, es muss schon irgendwie eine Korrelation zwischen dem Räumlichen und dem Grafischen oder dem Führungssystem im weitesten Sinne geben. Und die gibt es hier absolut nicht. Also das ist ein Problem, mit dem wir sehr stark zu kämpfen hatten bei so einem heterogenen Gelände. Hier nochmal die Totale von diesem Haupteingang. Interessanterweise ist diese Straße, die da vorne vorbeiführt, eine Einbahnstraße. Das heißt, es ist völlig klar, in welcher Reihenfolge ich diese unterschiedlichen Zugänge, die sich da so bieten, erlebe. Und der Eingang hier ist also der Ladehof. Das heißt, das Entree dieser Firma ist tatsächlich die Müllentsorgung an dieser Straße. Und erst dann kommen Gebäude, die ein kleines bisschen besser ausschauen. Das war denen bis jetzt gar nicht so richtig aufgefallen, weil die mit diesem gewachsenen Bestand über 40 Jahre das als völlig normal fanden, dass das halt so ist. Die hatten auch keine Chance, damit anders umzugehen. Wenn dann plötzlich als Team mit dazukommt, kann man natürlich schon sagen, da müsst ihr irgendwas tun. Also ihr könnt quasi nicht bei den Mülleimern anfangen. Also das, der Empfang sollte irgendwie ein bisschen anders gestaltet sein können. Ganz schön, aber eigentlich im Gelände sieht man hier schon alter Baumbestand und so eine Art Parkstadtsituation. Das heißt so 5- bis 6-stöckige Blockhochhäuser, die mit relativ großem Abstand und mit Freianlagen dann dieses Gelände gesetzt sind. Das ist eigentlich ganz gute Grundvoraussetzungen. Und wie üblich, wenn es keine Leit- und Orientierungssysteme gibt, gibt es, wenn auch ganz gut gemeint, ganz viele Einzelaktionen, die so aus einzelnen Abteilungen heraus dann zu Einzellösungen führen, die aber nie die Gesamtfirma repräsentieren. Das heißt, niemand, auch im Viertel, wusste bis jetzt, dass dieses Gesamtgelände tatsächlich Stiftung Pfennigparade ist, sondern dachte, da gibt es eine Schule, da gibt es Werkstätten, da gibt es Wohnungen, aber es gab quasi keine Markierung der Geländegrenze. Das heißt, ab jetzt bin ich aufgrund der Stiftung Pfennigparade. Der neue P12-Park, der ja den ehemaligen mittleren Ring gedeckelt hat, der tiefer gelegt wurde, ist wunderbar, hat eine ganz tolle Situation geführt. Der P12-Park ist auch künstlerisch kuratiert, das ist Gartenbauamt der Stadt München. Die Städte tun sich wahnsinnig schwer mit einem Übergang von quasi privatem Grund zu öffentlichem Grund, weil eigentlich ist das jetzt so eine Sicht, wenn man im P12-Park steht, also nur 20 Meter neben der Straße, wo man fast das Gefühl hat, das könnte jetzt eine Art Schulhof sein, also eine Zone, wo die Schüler hingehen können, wo man die Verbindung schaffen könnte zu diesem Gelände der Stiftung Pfennigparade, aber schon 2 Betreiber, 2 Eigentumsverhältnisse bedeuten 0 Dialog. Also wir haben fast 1 Jahr lang versucht, mit der Stadt München in den Dialog zu treten, ob wir da so ein bisschen öffnen können, ob wir da ein paar Maßnahmen machen können, die quasi die Pfennigparade auch hier schon ankündigen oder die dort Möglichkeiten schaffen, keine Chance. Das sind also völlig getrennte Wege, leider. Also das kann ich jedem, der das versucht, fast ausreden für die Zukunft zu versuchen, also mit 2 getrennten Organisationen eine Lösung zu finden. Auf der Südgrenze dieses Geländes, da kommt dann noch Blockbebauung im Süden, gibt es wunderschöne Parkanlagen und Wege, auch mit altem Baumbestand, wo wir gedacht haben, das wäre eigentlich auch ein schönes Entree, wenn man das Gelände über diesen Fußweg erschließen würde.
weil man dort wenig Verkehr hat und eine ganz angenehme Situation und vielleicht auch mit so einer Art grafischen Weg arbeiten kann, der vielleicht die Geschichte oder den Sinn der Stiftung Pfennigparade in der Öffentlichkeit kommuniziert mit Informationstafeln. Die Geschichte ist spannend und aber nicht ganz unkomplex. Da braucht man schon ein paar Medien, um die Geschichte zu erzählen. Und die Idee war dann quasi, ob man diesen Fußweg als Hauptverteiler nutzt. Solche Systeme kennen Sie in der Orientierung und immer versucht, sukzessive von diesem Hauptweg verästelnd abzuzweigen. Und das ist uns dann aber mehr oder weniger verboten worden, weil die Anwohner auf der Südseite verhindern wollten, dass das quasi die Haupterschließung wird. Also die wollen diese Nachbarschaft nicht, sondern die sind froh, dass da die Mülltonnen stehen und der Zaun. Solche Nachbarschaftsverhältnisse kennen Sie so ein bisschen. Das Management der Stiftung Pfennigparade hat ein Gebäude auserkoren, in diesem Gesamtgelände das Hauptverwaltungsgebäude zu sein. Das befindet sich interessanterweise im Zentrum dieses Geländes. Es ist von seinem Bautypus auch überhaupt nicht als Verwaltungsgebäude oder das Haupteingang zu identifizieren. Und das ist die aktuelle Situation, die uns als Infopoint, als Haupteingang verkauft worden ist. Ich sage das mit einer gewissen Ironie, also auch da müsste man gigantisch clevere grafische Mittel bemühen, um überhaupt den Leuten klarzumachen, das ist in Zukunft euer Haupteingang. Ihr müsst euch erstmal dahin bewegen, bis ihr euch woanders hin bewegt. Die Baumaßnahmen waren hier schon im Laufen, aber wir haben dieses System stark kritisiert und sind dann auch zu einer anderen Lösung gekommen. Ein drittes Modell ist, dass man natürlich ringförmig, wir kennen das von Ringstraßen, verteilt. Das heißt, dass man immer im Umlauf, wie bei einem Roundabout, irgendwie ein Gelände erschließen kann und sagt, davon kann man an unterschiedlichen Stellen immer ins Zentrum oder zum Rand hin abzweigen. Auch da haben wir Überlegungen gemacht. Hier gab es so eine Situation, wo das ganz gut funktioniert hätte. Aber eigentlich war das auch nicht der optimale Weg. Eine kleine Beobachtung in diesem Gelände, immer wenn was nicht funktioniert, kennt jeder von uns diese Stelen, die dann aufgestellt werden, wo irgendein Sekretariat hingeht und Pfeile und Beschriftungen aufhängt. Und wir haben versucht, den Kunden das auszureden und auch zu erklären, was da passiert. Ich werde da später nochmal näher drauf eingehen. Pfeile, die wir eigentlich alle so toll finden, sind relativ unspezifische Hinweise. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wo dieser Vektor beginnt und wo er endet, also was mein Standpunkt ist und wohin er tatsächlich führt, sondern einfach nur sagt, da lang, dann mache ich eigentlich keine Führung, sondern Leute folgen vornehmlich diesem Pfeil, der also mit Meterabstand immer unspezifischer wird in seiner Anzeigefunktion und werden das, was sie suchen, dann gar nicht auffinden. Das heißt, sowas sind nur Hilflosigkeiten, die eigentlich ein funktionierendes Leit- und Orientierungssystem nicht ersetzen können. Ganz viele Pfeile, das ist auch so eine Vorstellung von Kunden, bei ganz vielen heterogenen Funktionen führen auch eher zu Informationschaos. Das heißt, also Richtungen sind keine Inhalte. Also wir müssen vielleicht eher schauen, dass wir Funktionen, die von den Leuten ganz klar als solche erkannt werden können, wie eine Stuhlwerkstatt, eine Holzwerkstatt, als Stuhlwerkstatt, als Holzwerkstatt, als Ort gekennzeichnet werden und erst in zweiter Linie, wie man dahin kommt. Also wir müssen die Ziele benennen, wir müssen Wordings machen und wir müssen vielleicht auch Bildwelten schaffen, die die Inhalte überhaupt kommunizieren, bevor wir die Wegeführung zu diesen Elementen hinmachen. Atmosphäre, Werte. Das heißt, ich glaube schon, dass wir nicht die gleiche Form von Leit- und Orientierungssystem für unterschiedliche Companies oder für unterschiedliche Unternehmungen machen können. Das funktioniert eben immer anders. Die Stiftung Pfennigparade ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich dem Menschen widmet. Da gibt es also Leute, die sehr schwer in einen normalen Arbeitsablauf zu integrieren wären, die Unterstützung brauchen und die dort Unterstützung finden, aber auch in kleinere, einfache Arbeitsprozesse integriert werden. Es gibt aber auch für deren Freizeit sogenannte Malwerkstätten, in denen auch unglaublich viel passiert. Und man muss sich hier schon mit dieser Atmosphäre auseinandersetzen und diese Werte auch mit einem späteren Leit- und Orientierungssystem mittransportieren, sonst scheitert man, so wie diese alten Schilder, die Sie da vielleicht im Vorfeld gesehen haben, die könnten auch vor jedem Versicherungsgebäude stehen. Das sind keine Schilder, die bis auf das Logo irgendetwas über die Stiftung Pfennigparade erzählen würden. Ein drittes Problem, wenn man mit Behinderten zu tun hat, ganz ehrlich, ich hatte mit dieser Form von Behinderungen auch geistigen Einschränkungen bis jetzt nicht zu tun, dann ist man am Anfang auch ein bisschen abgeschreckt, weil man keine Erfahrung im Umgang mit diesen Menschen hat. Ich nehme an, das geht jedem so, der zum ersten Mal solche Kontakte hat, deswegen sage ich das auch ganz ehrlich von mir. Auf diese Phase der ersten Abschreckung oder des unsicheren Umgangs kommt eine Phase, wo man sich plötzlich wahnsinnig begeistert dafür, was da alles passiert und möchte quasi jedes Detail an die Öffentlichkeit zerren. Das ist genauso falsch wie diese erste Ablehnung, weil natürlich haben wir es mit unterschiedlichen
Sphären zu tun. Das sind auch Menschen, die völlig selbstbestimmt bleiben wollen. Und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich in irgendeinem Gebäude arbeite, als Großplakat vorne am Eingang hängen, bloß weil ich ein Behinderter bin und irgendwie eine tolle Malerei gemacht habe oder in der Holzwerkstatt arbeite. Das heißt, man muss sehr genau schauen, dass man die Werte bei Behinderten oder Kranken oder Menschen mit Einschränkungen transportiert, aber ohne die Menschen zu missbrauchen als Medium. Und das wurde uns auch sehr schnell klar, weil natürlich gerade diese Kinder sich nicht wehren können dagegen. Das sind also hier, in diesem Fall ist es eine Klasse, die tatsächlich nur mit so kleinen Schreibcomputern, mit so Symbolcomputern überhaupt kommunizieren lernt, wo man sich auch nicht jetzt im klassischen Sinne irgendwie eine Bildfreigabe oder sowas holen kann. Das heißt, diese Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Sphären, also öffentliche Sphäre, Privatsphäre, Intimsphäre und dem Geheimnis, gerade in so einem Fall, ist ganz, ganz wichtig, dass man also den Menschen ihre Würde lässt. Zielvorstellungen. Wir haben sehr schnell gesagt, eigentlich ist der wichtigste Punkt, dass mit einem neuen Leit- und Orientierungssystem diese Werte der Stiftung Pfennigparade kommuniziert werden an erster Stelle. Und erst an zweiter Stelle die Wegeführung steht. Warum? Dieses Gelände ist tatsächlich so heterogen und komplex, dass es eine ganz logische Führung, wie wir sie vielleicht von großen Verkehrsbauten wie Flughäfen und so weiter, dass wir das niemals schaffen werden in einem solchen Gelände. Also ist das andere quasi wichtiger und das zweite muss mitlaufen. In einem Bestand, der seit 40 Jahren gebaut und gepflegt wird, geht es vor allem um Rückbau. Das heißt, dass man Situationen bereinigt, die einfach so entstanden sind und die keiner Planung unterlegen sind. Also Sie sehen hier so eine typische Situation, die man in jedem Flur kennt, von einem Lesegerät für die Mitarbeiter und in dem Versuch eines Türschilds in Lesegröße 7 Punkt und dann diesem Feuermelder daneben und da unten nochmal diesen Kartenleser oder diesen tabellarischen Feld. Das ist eine Situation, die natürlich kontraproduktiv ist, was die Orientierung angeht. Also wenn ich aus dem Aufzug rauskomme und finde das vor und bin neu, dann habe ich natürlich keine Orientierung. Nach der Vereinfachung muss die Verdeutlichung kommen. Das ist der hier nochmal vom Management vorgeschlagene Haupteingang. Der sieht natürlich nicht aus wie ein Haupteingang. Das heißt, wenn es dann so ist, müssen wir uns irgendwie überlegen, wie man das verdeutlichen kann. Und wenn es über die Architektur nicht geht, muss es über andere Maßnahmen gehen. Vierte Ebene, wir haben vorgeschlagen, dass man das Gelände als Campus begreift und nicht als Ansammlung von Funktionen in unterschiedlichen Gebäuden, dass wir also versuchen, das Gesamtgelände mit seinen Außengeländen und Gärten tatsächlich zum Pfennigparade-Gelände zu machen und vielleicht, soweit es gelingt, das war hier noch eine Vision, die Stadt München mit dem P12-Park und anderen Grundflächen im Umfeld hier mit einbeziehen. Und dann, wir haben in solchen Gebäuden, was übrigens auch für Unternehmungen gilt, mittlerweile eine Fluktuation von etwa 40% pro Jahr. Das bedeutet also, Führungen für Bereichsbeschilderungen oder Türbeschilderungen müssen hochflexibel sein, dass diese Unternehmen permanent anpassen in ihrer Organisation. Das heißt, irgendeine Abteilung wächst, irgendeine andere wird geschlossen, dann muss irgendwo umgebaut werden. Also gerade bei solchen heterogenen Geländen können wir davon ausgehen, dass etwa 10% im Moment immer im Umbau befindlich ist, irgendwo renoviert werden muss oder angepasst werden muss. Das heißt, diese Führung muss eigentlich relativ unspezifisch zu den jeweiligen Gebäudeteilen führen, weil im Nachgang wird sicher keiner ein Grafikbüro drei Jahre lang immer mit zwei Monaten im Jahr beauftragen, die jeweiligen Türschilder anzupassen. Also das können wir vergessen, so läuft das heute nicht. Und die Unabhängigkeit vom Vorhandenen, das ist ein Architekturmodell zu der damaligen in Planung befindlichen Grund- und Hauptschule der Stiftung Pfennigparade von Bauer Kurz Stockburger Architekten hier in München. Das heißt, diese Schule war wieder ein neuer Gebäudetyp, sollte das Gelände ergänzen. Die ist mittlerweile umgesetzt worden und es war dann das Ziel, dass mit der Eröffnung dieses Neubaus die ersten Beschilderungselemente in dieser Grund- und Hauptschule umgesetzt werden. Das heißt, dass die von uns geschaffenen Ideen für das Gesamtgelände erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden, sondern dass primär erstmal diese Schule beschildert wird und das anderen weiteren Ausbaustufen folgt. Atmosphären. Im Norden, P2L Park und diese Zufahrtsstraße, herrscht drangvolle Enge. Enge ist kontraproduktiv für Orientierung. Enge erzeugt Stress und da können wir die tollsten Maßnahmen aufstellen, wir werden dort eine eher negative Situation vorfinden. Nur durch die Durchgänge durchgegangen, durch diese Gebäude, haben wir plötzlich Weite. Wir haben also Gärten, Höfe, Parkanlagen, die also weder diesen Lärm und diese Situation haben, die also deutlich offener sind. Das heißt, es wäre relativ gut, viele Maßnahmen einfach 20 Meter tiefer in dieses Gelände anzusiedeln, wo eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Im Norden, das hat der Norden von Gebäuden, von allen sehr hohen Gebäuden, bringt das mit sich. Da haben wir Verschattung, da ist es sehr, sehr dunkel.
Das heißt, also das, was wir hier versucht haben, mit den Fotos rüberzubringen, ist tatsächlich so. Also wir haben gigantische Unterschiede, was die Orientierung angeht, von der Situation im Süden dieser Gebäude oder im Norden. Das heißt, hier im Park haben wir es licht und hell und hier haben wir es dunkel und grau. Natürlich herrscht auf dieser Straße auch Lärm. Sie sehen es vielleicht an den Gesichtern dieser Schüler, die gerade versuchen, ihre Klassenzimmer just in time zu erreichen, nachdem sie aus diesen Anlieferungsbussen entladen wurden. Es ist laut dort, also etwa 1500 Schüler müssen zur Schule und etwa 500 Mitarbeiter, die zum Teil auch behindert sind, müssen auch dort zur Arbeit gehen, etwa um die gleiche Uhrzeit. Das heißt, es ist Stress. Und nur ein paar Meter weiter finden wir eben diese Gartenstadtsituation vor mit Fußwegen und Brunnen und Bepflanzungen und es ist deutlich leiser und ruhiger. Das heißt, es gibt einen ganz gigantischen Atmosphärenunterschied von nur 20 Metern in der Tiefe in diesem Gelände, mit dem man natürlich von der Orientierung her arbeiten muss. Ich glaube, dass Ruhe und Konzentration eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen ist, dass ich überhaupt auf ein Informationsangebot eingehe. Wenn das an der falschen Stelle steht, werde ich es einfach nicht benutzen, weil mich die Situation zu sehr stresst. Ich möchte eher fliehen, der Mensch ist ein Fluchttier. Autoverkehr im Norden, Fußgängerverkehr im Gelände. Das heißt, dort gibt es überhaupt keine Möglichkeit für motorisierte Fahrzeuge einzudringen. Auch das ist nochmal ein großer Charakterunterschied. Und dann zuletzt, das Tolle an Zäunen ist, das kennen wir aus diesem Maschendrahtzaun-Song, der vor ein paar Jahren sehr berühmt wurde, Zäune sind so eine Art No-Go-Area. Alles, was ich nicht haben will, schiebe ich in Richtung Zaun, der Nachbar macht es auch so und dann steht so eine Zone von etwa 10 Meter Breite, 5 Meter auf jeder Seite jedes Geländes, wo jeder das hinbringt, was keiner haben will. Das heißt also, es vermeidet so ein bisschen die angenehme Nachbarschaft. Da gibt es ja auch Kunstprojekte, die mit diesem Zaun oder der Durchlässigkeit von Zäunen spielen. Das heißt, wir haben eigentlich der Stiftung Pfennigparade vorgeschlagen, diese Mauern abzureißen und vor allem vielleicht die Müllcontainer woanders unterzubringen, als dem Nachbarn quasi vor die Nase zu stellen, um überhaupt Durchlässigkeit bei dem Gelände und Dialog zu ermöglichen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das keine Dialogsituation ist. Und dass es schön wäre, hier wieder die Stadt München einen Dialog mit diesem P2L-Park zu schaffen. Hier unten sehen Sie den Umgriff über das Gelände, das tatsächlich Stiftung Pfennigparade ist. Oder tatsächlich zu sagen, es gibt einen verkehrsberuhigten Campus für alle. Wir waren zu weit zu sagen, die Stadt München könnte doch diese Straße für den Autoverkehr tatsächlich schließen und die Anlieferung mit diesen Bussen anders organisieren, dass wir tatsächlich sagen, das ist eine Art Fußgänger-Area. Ich kann also mit diesem Rollstuhl, ohne Schaden zu nehmen, diese Straße überqueren und in den P2L-Park hinein, was im Moment echt schwierig ist. Also da kommen permanent irgendwelche Anlieferfahrzeuge. Solche Visionen haben wir auch geäußert. Und jetzt komme ich mal zu den Lösungsansätzen. Wir gehen dann meistens hin und zeichnen die Gelände im 3D. Sie sehen eine sehr heterogene Bebauung. Also während wir hier einzelne Häuser haben, die leicht versetzt mit dazwischenliegenden Treppenhäusern sind, gibt es hier ein vorgelagertes Verwaltungsgebäude. Da gibt es Wohnungsbauten, die irgendwann mal dazugekauft wurden. Hier gibt es die ehemalige Realschule, die dann mit einer Schwimmhalle und einer Turnhalle ergänzt wurde. Dieses Treppenhaus, was ich vorhin ein paar Mal erwähnt habe an der Straße, ist dieser Block, der eigentlich ganz schön ausschaut, aber eigentlich wenig Funktionen beinhaltet und da vorne die neue Grund- und Hauptschule mit diesem aufgeblasenen dreieckigen Grundriss. Das heißt, heterogener geht es nicht, Chaos total, eine Zufahrtsstraße, ich kann von da aus anfahren. Und unsere Idee war zu sagen, wir schaffen zum Gesamtgelände 4 Eingänge. Also wenn wir irgendwie versuchen können zu vereinfachen, dann zu sagen, es geht an 4 Stellen rein, wo es auch immer dahin geht, 1, 2, 3, 4, noch relativ leicht überblickbar. Wir glauben, dass es eben über diese Zufahrtsstraße, die eine Einbahnstraße ist, eine klare Reihenfolge gibt. Ich kann quasi nicht bei 4 anfangen, sondern ich werde bei 1 anfangen müssen in der Zufahrt. Und dass wir eigentlich diese Zugänge zu Höfen ermöglichen wollen. Das heißt, die sind unsere erste Landingpage sozusagen und von diesem Platz aus geht es weiter in die Gebäude hinein. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass eine Funktion, die sich in diesem Gebäude befindet, sowohl über diesen Hof Eingang dort gekennzeichnet wird, als eine benachbarte Funktion, die vielleicht besser über ein anderes Treppenhaus zu erreichen ist, über den Eingang 2, Hof 2, über eine andere Tür im gleichen Gebäude. Das heißt, wir verzichten auf die Idee der Hausnummern. Das Haus ist nicht mehr die Orientierung, sondern die Höfe sind die Orientierung. Und wir haben über etwas nachgedacht, was am Anfang nur eine kleine Vision war, die sich dann doch bewahrheitet hat. Wir versuchen immer sehr genau zu sein in der Orientierung. Wir suchen ganz genau zu sagen, was ist ein Etwas, spezifisch zu werden. Und wir waren plötzlich der Meinung, eigentlich ist doch nur wichtig, dass ich diese 4 Eingänge voneinander unterscheiden kann. Wodurch diese Unterscheidbarkeit hergestellt wird, ist erstmal vollkommen wurscht. Also theoretisch, wenn ich hier ein grünes Zickzack, ein rundes Gebogenes, ein rotes Irgendwas und eine gelbe Schlange habe, werde ich diese Elemente voneinander unterscheiden können. Kann sie aber nicht benennen, vielleicht gar nicht schlimm, sondern einfach nur, es gibt 4 verschiedene Dinge.
Und diese Kennzeichnungen, die außen beginnen, könnten sich vielleicht in die Höfe fortsetzen. Das war so eine Vision. Und das war dann fast schon ein Teil der Lösung, weil wir natürlich diese Riesenröhren nicht bauen konnten. Das war eher so eine zeichenhafte Visualisierung. Waren wir der Meinung, es könnten irgendwie einzelne geclusterte Elemente sein, die an diesen Eingängen sehr dicht auftauchen und die dann in diese Höfe hinein diffundieren und an unterschiedlichen Stellen wieder mal so ein bisschen dicht werden oder nur ganz vereinzelt sind und dort einfach eine Kennzeichnung sind für, da findet etwas statt. Es lockern sich dann eben hier vielleicht in die Höfe auf der Südseite hin auf. Und wir werden vielleicht an zwei Stellen unabhängig von der Architektur Informationspunkte benötigen. Also tatsächliche Infopoints oder Pavillons, wo wir vorgeschlagen haben, dass dort auch Mitarbeiter sitzen, weil komplexe Fragen können am besten von Menschen beantwortet werden und nicht von Schildern. Das ist eine Erfahrung, die wir seit 1972 bei den Olympischen Spielen, die auch also mit einem sehr großen Hostessen- und Begleitungsprogramm eigentlich funktioniert haben. Das heißt, es gab immer Menschen, an die ich mich wenden konnte mit meiner Frage, ganz gut funktioniert haben. Und heute glauben wir, wir können das immer funktionalisieren mit einem technischen Schild. Ich glaube, das funktioniert bei komplexen Fragestellungen nur sehr eingeschränkt. Ich weiß nicht, wer schon mal im Krankenhaus war, da gibt es auch immer ganz tolle leitende Orientierungssysteme, aber hoffentlich gibt es einen Pförtner, wo ich fragen kann, wo ist die Radiologie? Und jeder geht zu der Person, die da steht. Und es ist auch angenehm, mit der Person zu sprechen, mit Schildern spricht man nicht so gerne. Nachdem wir, jetzt muss ich gucken, ob ich so ein bisschen in der Zeit bin, alles gut? Wir haben uns in Auseinandersetzung mit autistischen Kindern und Erwachsenen, die dort in dem Gelände auch arbeiten und zur Schule gehen, mit einem Faszinosum auseinandersetzen müssen. Wenn Schilder alle gleich sind, also diese typische Schilderhierarchie, die wir als Designer mal gerne machen, dass wir so ein Programm formulieren und sagen, Türschilder sehen so aus und Bereichsschilder schauen so aus und Übersichtsschilder eben ähnlich, aber anders, dann bleiben Autisten einfach stehen, weil sie der Meinung sind, das Schild haben sie doch schon vor 5 Minuten schon mal gesehen. Und sie irgendwie das Gefühl haben, sie haben sich nicht von der Stelle bewegt. Also wenn jedes Mal das gleiche Element wieder auftaucht, machen die zu. Sie kennen vielleicht so Bilder von Autisten, die sortieren gerne mal Dinge nach Größen in eine Reihe. Also es gibt so berühmte Bilder von Kindern, die ihre Stofftiere im Bett plötzlich anfangen zu sortieren. Und die sind dann in einer Reihe plötzlich so aufgegliedert. Und da gibt es einen ganz klaren Grund, warum der Elefant woanders steht als die Ente. Die würden aber niemals 12 Elefanten in eine Reihe machen. Das ist das, was wir Designer so gerne tun. Und diese Denkweise ist schon ganz spannend. Weil eigentlich wollen wir doch auch Unterscheidbarkeit. Das ist das, was ich gerade vorher behauptet habe. Wir wollen 4 Eingänge völlig klar voneinander unterscheiden können. Das mache ich doch nicht mit dem gleichen Schild. Das heißt, was bringt uns eigentlich dazu, alles so zu uniformieren und so in der gleichen Methode immer runterzustricken? Vielleicht der Kunde, der sagt, er möchte das kostengünstiger haben mit einer Gleichteilstrategie oder da kann ich eben immer die gleiche Schildergröße auf Lager legen und so weiter. Und wir haben dann darüber nachgedacht, ob es nicht möglich ist, vielleicht mit einer Art technischem Klemmprofil, das ist dieses orange Element, einfach nur eine Andockleiste zu finden, an die wir erstmal im Prinzip jede Form von rechteckigem Inhalt eindocken können. Und wir waren mal mit dieser Skizze so weit zu sagen, ist es denn überhaupt schlimm, wenn dieses Ding grün ist und querformatig, ich sage jetzt mal DIN A3 und dieses eben blau ist und DIN A4 und weiter unten steht und ich keine klare geschlossene Silhouette habe, sondern eher was Chaotisches. Und das war erstmal nur ein Test und wir stellten fest, das funktioniert prima. Also wir haben weit weniger Probleme damit, als wir vielleicht vorher vermutet hätten. Und das geht natürlich auch als Türschild, weil vielleicht bei diesen ganzen Umzugsdingen 40% Fluktuation ich vielleicht da auch noch ganz andere Inhalte reinbringen muss, als die ich vorgestern gedacht habe, da unterbringen zu müssen. Vielleicht reicht da gar kein Türschild mehr, weil da eine Werkstatt reinkommt, die Öffnungszeiten oder sowas kennzeichnen muss. Und vielleicht kann ich auch dann, wenn ich eine horizontale Führung brauche, diese Stange einfach auch horizontal aufhängen und wenn ich eine vertikale Führung brauche, unterschiedliche Geschosse, diese Stange vertikal aufhängen, weil irgendwie dann zeichenhaft wird durch die Form des Schildes oder dieses Profils, mit welchen Richtungen wir sie grundsätzlich zu tun haben. Oder diese ganze Leiste vielleicht auch drehen können und als Kragschild, als Nasenschild vielleicht auch missbrauchen und haben so vielleicht für unseren Kunden die technische Gleichteilstrategie, können aber wirklich völlig frei auf jede Anforderung im Bestand reagieren. Die Idee hinter dieser Auseinandersetzung mit der Orientierung von Autisten lässt sich vielleicht auf einen Begriff zurückführen, den wir alle kennen, Landmarks. Also, wenn ich in ein bayerisches Dorf gehe, weiß ich, wie die Kirche ausschaut, ich weiß, wie der Bahnhof ausschaut und ich weiß, wie das Wirtshaus ausschaut. Ich brauche keine Beschilderung, weil sich die Formen klar unterscheiden und vielleicht auch die Orte, wo sich sowas befindet, klar unterscheiden. Und das heißt, ein Autist geht von Landmark zu Landmark zu Landmark. Es ist wichtig, dass das erste Schild anders ausschaut wie das zweite und das dritte. Ergebnis.
Das heißt, vor den Gebäuden haben wir tatsächlich aus einem technischen Aluminiumprofil, das eher so Maschinenbau verwendet wird, große Cluster aus Stangen aufgestellt, die einfach nur sagen, da passiert was. Und ganz untergeordnet, von Ferne gar nicht besonders gut erkennbar, sondern erst wenn ich mich dem Ding annähere, hängt da dran ein Schild, das sagt, das ist Hof D. Das sagt nicht, da geht's rein, sondern es sagt, es wird einen Hof geben danach. Und erst ein paar Meter tiefer, wo es ruhiger ist, kommt ein ebenso grünes Schild, also die Farbe ziehen wir ein Stück mit, das sagt, Hof D bietet die und die Inhalte an und das Ganze ist ein Gelände der Stiftung Pfennigparade. Und weil das jetzt hier das Schild, das vor der Schule steht, hier gibt es eine Kreidetafelbeschriftung, also ein Tafellack auf diesem Schild. Das heißt, wenn ein Sommerfest ist, gibt es eine Möglichkeit, das hier einfach auch mit ganz normaler Tafelkreide draufschreiben zu können. Schon das nächste Schild, also die sogenannte Stockwerksübersicht, benutzt die gleichen technischen Teile, ist aber in seiner Farbigkeit, in seiner Silhouette, im Umgang ein komplett anderes Schild. Es ist an der Wand befestigt, es ist der Versuch mit einem Formmerkmal, also dem Rausklappen des jeweils aktuellen Stockwerks zu sagen, wir befinden uns im Erdgeschoss. Es gibt hier ein Inhaltsmerkmal, dass diese Malgruppen uns tatsächlich Bilder geliefert haben, die wir dann sauber gescannt haben und dort mit Folien appliziert haben, um zu sagen, es gibt hier so einen partizipatorischen Ansatz, die dürfen entscheiden, was quasi ihre visuelle Kodierung ist für die, die nicht lesen können. Wir haben auch zum Teil ein Klientel dort, das aufgrund von Unfällen oder also auch schon von frühester Kindheit nicht die Voraussetzung hat, lesen zu können. Das heißt, denen müssen wir solche Inhalte anbieten und sagen, das Erdgeschoss ist immer das mit den bunten Händen. Und das andere sind typische Elemente, die wir jetzt von anderen Leit- und Orientierungssystemen auch kennen, dass wir sagen, wir haben eine Stockwerkskodierung, relativ einfach und das ist jetzt bei dem Gebäude auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Drei Stockwerke, UG, EG, hier mit diesen gelben Nummern gekennzeichnet. Sie sehen hier im obersten Stockwerk, wie dann zum Beispiel dort mit der Kunst umgegangen wird und wie dann dort die 3 rausgeklappt wird. So ein bisschen im Detail, das ist eigentlich relativ banal in der Konstruktion. Wir haben hier dieses Aluminiumprofil, das seitlich diese Nuten hat. Diese Bleche sind einfach abgekantet an beiden Seiten, 5 mm Aluminium, lackiert und werden dort mit Imbusschrauben in sogenannte Nutensteine eingeschraubt. Das heißt, ich kann die Schilderhöhe und Position ganz leicht verändern. Diese Nutensteine kann ich auch immer, ohne die Endstücke rausnehmen zu müssen, in diese Nuten einklinken und dann das Schild dagegen schrauben. Das heißt, ich kann rückbauen oder dazubauen, eigentlich an jeder Stelle, muss gar keine Beschilderungsfirma anrufen, sondern kann das eigentlich mit dem normalen Programm der technischen Gebäudeleitung bewerkstelligen. Ganz interessant, es ist eben eine Grund- und Hauptschule und ein Teil des Klientels kann natürlich nicht schreiben und wird es auch nicht schnell lernen und Grundschüler können erstmal überhaupt nicht schreiben und lesen, also je nachdem, wie die Ausbildung im Kindergarten war. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie kennzeichnen wir denn die Klassenräume? Und ich weiß nicht, wer so diese oberbayerisch, österreichisch, schweizerischen Kreidetafeln noch kennt über den Milchkühen. Da gab es immer so eine Tafel, die über dem jeweiligen Tier hing, das also so den jeweiligen Gesundheitszustand oder die letzte Milchleistung oder sowas rausgebracht hat. Und so ein Ding hatten wir in der Hand. Wir haben uns gedacht, was wäre denn so schlimm dran, wenn wir als Designer typografisch mal einen Schritt zurücktreten und es quasi der Klasse selbst überlassen, wie sie ihre Klassenkennzeichnung vornimmt und ihr tatsächlich nur dieses Kreideelement liefert. Das ist auch ein Element, das nur lackiert wird und hinten mit der speziellen Aufnahme in dieser Schiene drin sitzt. Der Kunde war total nervös, als wir die Idee vorgeschlagen haben, weil irgendwie fand er die Idee gut, aber er hatte natürlich keine Erfahrung damit und hatte so die Angst, dass das, wenn es nicht funktioniert, hätte er irgendwie viel Geld ausgegeben. Und da konnten wir ihm nur sagen, habt Mut, wir können euch nicht versprechen, dass das funktioniert, wir müssen es halt ausprobieren. Und zur Not müssen wir halt für diese 15 Klassenräume dann nochmal mit einer Folienbeschriftung oder irgendwie auf diesen Flächen anders reagieren. Aber es wäre doch wenigstens schön, wir würden es mal ausprobieren. Und 2012 zum Halbjahr wurde diese Schule bezogen und 2 Tage, nachdem ich die Schilder aufgehängt hatte dort und abgenommen hatte von der ausführenden Firma, waren alle diese Tafeln beschriftet und wunderbar. Die einen farbig, die anderen mit Blumen, die anderen mit Buchstaben, die anderen mit Zahlen. Also je nachdem, wie vielleicht der jeweilige Kenntnisstand war. Und natürlich passierte auch das, was in jeder Schule passiert, dass die eine Klasse mal zur anderen rüberging und deren Kennzeichnung gelöscht hat, also mit irgendeiner Sportlichkeit da Unsinn getrieben wurde. Aber ich meine, es ist eine Schule, es ist eine Grundschule. Es ist ja auch schön, wenn vielleicht sowas möglich ist. Hier dieses etwas technische Schild, im Moment noch leer, ist für die jeweiligen Belegungspläne. Wir wissen, dass Schulen heute am Nachmittag auch noch mit anderen Veranstaltungen belegt werden. Das heißt, da müssen irgendwelche solche Stundenpläne mit integriert werden können. Geht hier auch. Am Anfang war diese Leiste mal dafür vorgesehen, dass die Lehrerin oder die Schüler da einfach auch ein Foto reinstellen können in diese Nut und einfach sagen können, wir haben gerade einen Schulausflug gemacht, das sind wir. Also irgend so eine Art Pinnwandfunktion in diese Leiste eben mit zu integrieren.
Die sogenannten Betreuungsräume, also so eine koedukative Schule funktioniert so, dass wir immer ein Klassenzimmer haben, dazwischen einen sogenannten Gruppenraum und dann wieder ein Klassenzimmer, also weil bestimmte Schüler eine Sonderbetreuung brauchen, also mit Betreuern, die speziell auf sie eingehen, sind in ihrer Form wieder ganz anders und sind hier von uns mit dieser Farbfläche hinterlegt worden. Das heißt, Klassenräume sehen so aus und Nebenräume so. Sie konnten es vorher in diesem Film sehen, hinten in diesem Flurumgang sehen wir, wie diese Schilder da folgen, die erstmal nicht diese Homogenität haben, die wir im Design gerne so wollen, und das tut überhaupt nicht weh. Also das war für uns die Erfahrung, dass wir auf diese harte, formale Reglementierung wunderbar auch mal verzichten können, die fehlt am Ende gar nicht. Und es gibt Räume, die technisch definiert werden müssen, also zum Beispiel hier Sekretariat oder das Rektorat dieser Schule. Und hier waren wir der Meinung, dass wir neben den typografischen Inhalten eigentlich auch Inhalte der Menschen mitbringen wollen, also bestimmte Bildinhalte. Das kann aber zum Beispiel bei einem Kopiererraum auch eine Schwarz-Weiß-Fotografie des Kopierers sein, die wir hier mit reingebracht haben. Und das sind ganz normale DIN A4 Papierausdrucke, die also von den Kunden auch geändert werden oder angepasst werden können, wenn sich hier eine Nutzung ändert. Das Detail, das wir hier noch an diese Endhülsen, die so ein bisschen in die G-Richtung hineinknicken, wenn ich an diesen Fluren oder Klassenzimmern vorbeigehe, die sogenannte technische Raumnummer noch mitgebracht habe, ist wichtig. Technische Raumnummer heißt, dass der Hausmeister weiß, wo die Glühbirne durchgebrannt ist. Und der denkt eben nicht in Klassenraum 5a, sondern der denkt in 106. Also wir müssen bei allen Leit- und Orientierungssystemen eigentlich die userorientierte Codierung mitschleppen und die technisch orientierte Codierung und irgendwie überlegen, wie wir die zusammenbringen. Ja, die Architekten sind zum Teil sehr sportlich mit der Farbe unterwegs gewesen, was wir aber lustig fanden. Es passt in diesen Landmark-Charakter. Es gibt bestimmte Flure, die sind also in diesem Knallrot gestrichen, wobei die linke Farbe die Situation etwas besser widerspiegelt als die rechte. Und da war man dann auch ganz schön, was dann plötzlich so für ungeplante Mischungen entstehen, wenn diese Kunstelemente auf diesem Rot mit diesem Blau, mit diesem Gelb zusammenstehen. Das war gar nicht planbar von vornherein. Das Farbkonzept der Architekten wurde relativ spät fertig. Da waren wir mit der Beschilderung und der Planung schon lange durch. Aber auch das halte ich als Gestalter absolut aus, also dass sich Dinge erstmal chaotisch begegnen und man guckt, ob es funktioniert und man das nicht von vornherein durchplanen kann. Toiletten, ein Riesenthema. Ich war ganz erstaunt. Ich dachte, in einer behindertengerechten Schule sind alle Toiletten behindertengerecht. Nein, Pustekuchen. Es gibt leere Toiletten, es gibt leere Toiletten für behinderte Lehrer, es gibt leere Toiletten für nicht behinderte Lehrer, dann natürlich noch Männern und Frauen. Es gibt Kindertoiletten behindertengerecht und nicht behindertengerecht. Und ich habe gedacht, darf es Wahnsinn, also geht es überhaupt noch? Also ich meine, es sind nur 3 Stockwerke. Ich wäre der Meinung gewesen, es wäre ganz einfach gewesen, alle Toiletten quasi für alle Fälle auszurüsten und dann geht man halt auf Toilette, nee. Und das war ein erstaunlich komplexes Programm, das wir damit zu bewältigen hatten, das jetzt hier nur ganz banal dargestellt wird. Mit kleinen Aufklebern, die wir tatsächlich auf diese Glasflächen gemacht haben. Da wollte man keine Türschilder produzieren. Erkenntnisse. Was haben wir daraus für Erkenntnisse gewonnen im Büro? Also erstmal Landmarks, das ist ein Top-Thema. Schilder, die keine Landmarks darstellen, werden von einem gewissen Teil der Bevölkerung nicht gelesen werden können. Das heißt, neben den Inhaltsmerkmalen brauchen wir sehr starke Formmerkmale, Silhouetten, ähnlich wie wir das aus dem Bereich des Lesens von Text kennen, also Lexeme, Wortsilhouetten in Groß-Kleinschreibung, helfen natürlich in der Orientierung. 5 Minuten noch, passt, ich glaube, ich bin in der Zeit. Danke, Martina. Wir müssen auf jeden Fall falsche Serialität vermeiden. Also wer oft auf internationalen Flughäfen unterwegs ist, kennt das Problem. Man kann ja mal gedanklich jetzt nach diesem Vortrag Autist spielen und sich überlegen, wie oft ich schon an diesem gleichen Schild vorbeigekommen bin und quasi nur über Änderung des tatsächlichen Wortinhalts mir überlegen muss, was denn jetzt eigentlich los ist. Und ich frage mich wirklich, also wer uns eigentlich beigebracht hat, dass Orientierung so funktioniert? Oder was in der Szene dazu geführt hat, dass wir es alle so machen. Also das passt nicht hundertprozentig wirklich. Wir kennen das auch hier zum Beispiel, also das Foto passt wunderbar dazu. Also ich glaube, dann hat man es begriffen, dass man da nicht parken darf, oder? Also diese Serialität bringt nichts. Und ich glaube, als Gestalter wissen wir manchmal nicht, sind wir für die Ordnung zuständig oder für die Störung. Und gerade in einem sehr heterogenen Gelände kommen Sie mit Ordnung nicht wirklich weiter. Ich glaube, man ist dann als Designer für die Störung zuständig. Also, dass man für die paar Elemente sorgt, die tatsächlich erstmal Aufmerksamkeit generieren und dann gelesen werden. Also klassisches Modell von Attraktivität. Ich muss irgendwas anders machen, dass ich aus der Monotonie erkennbar wäre. Dann glaube ich, dass wir aus der Kultur, das ist ein römischer Würfel, der ich glaube noch vor Christus produziert wurde, der unserem heutigen Spielwürfel noch 1:1 ähnelt in der Anordnung der Punkte. Ich wusste gar nicht, dass das Modell so alt ist. Ich dachte, das wäre erst in Las Vegas erfunden worden. Also diese Kombination hier ist natürlich
ein Symbol, das über die Addierung immer gleicher Elemente funktioniert und natürlich über das Vormerkmal, dass die 3 über die Diagonale läuft und die 5 über die Diagonale und so weiter. Und dass es aus jeder Richtung lesbar ist, ganz spannend. Und wir haben im Büro mal kurz für diesen Vortrag versucht, so eine Art Designwürfel draus zu machen, also wie wir, was so typisch wäre. Also wenn man das dann als Designer macht, wir wissen natürlich, so funktioniert es nicht. Also die reine Anordnung der Punkte lässt plötzlich etwas vermissen, was vorher da war, also die Figur. Und ich glaube, ich würde heute immer ein Formmerkmal mit einem Symbol koppeln wollen. Ähnlich wie hier. Also das war auch nur ein Versuch zu sagen, kann das Schild für das Stockwerk 6 nicht die 6-fache Fläche haben, wie das für das Stockwerk 1? Also dass wir quasi ein Merkmal haben, dass sich jemand, der logisch denkt, Autisten denken wahnsinnig logisch, vielleicht auch erschließt. Das haben wir jetzt hier nicht so für die Stiftung Pfennigparade umgesetzt. Das ist jetzt hier nur so eine Visualisierung von dem Konzept. Oder ist es diese Monotonie da unten, die wir kennen und die einfach nicht funktioniert? Also nicht mal für uns, die wir eigentlich diese Wahrnehmungseinschränkung nicht besitzen. Und obwohl ich die Verkehrsbeschilderung eigentlich hasse, und ich glaube, jeder Designer hasst sie und hält sie für nicht gestaltet, haben wir mal überlegt, dass eigentlich das, was wir gerade propagiert haben, bei der Verkehrsbeschilderung eigentlich umgesetzt wird. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Repertoire an Vormerkmalen, diese weißen Silhouetten von unterschiedlichen Schildern. Wir haben ein unheimliches Repertoire an Inhaltsmerkmalen, also von Symbolen, Pfeilen oder tatsächlich Begriffen. Wir kombinieren das nochmal mit einem zwar überschaubaren, aber doch vorhandenen Repertoire an Farben und bekommen dann klar unterscheidbare Inhalte. Und obwohl das in der ganzen Welt funktioniert, schaut eine typische Designerbeschilderung völlig anders aus als das, was wir aus dem Verkehrsbereich kennen. Ich verstehe die Gründe schon auch, ich wollte es hier einfach mal sehr sportlich gegeneinander stellen und sagen, hier funktionieren die Prinzipien ganz gut, auch wenn das Ergebnis ästhetisch vielleicht noch überarbeitungsfähig wäre. Pfeile. Und das ist natürlich ein krasses Beispiel, sind, habe ich am Anfang schon gesagt, relativ unspezifische Hinweise. Sie führen von irgendwo nach irgendwo hin. Ich kann vage eine Richtung nachnehmen. Es gibt Pfeile, die mir nicht mal klar sagen, ist da jetzt geradeaus gemeint oder nach oben. Also auch dieses Hochklappen quasi der grafischen Richtung ist für Pfeile eher ungut. Pfeile funktionieren super am Fußboden, also in der horizontalen Ebene. Und ich meine, was heißt denn das hier? Achtung, Attention. Also worauf soll ich denn um Gottes Willen jetzt aufpassen? Also das ist nach 5 Minuten Überlegen noch nicht zu dekodieren und wahrscheinlich fährt man dann einfach irgendwie. Ortskennzeichnungen sind hingegen super spezifisch. Also diesen UFO, den wir da oben haben noch fliegen lassen, der hier an diesem Punkt landet. Also Ortsspezifischen sind eindeutig. Das heißt, ich kann sagen, das ist die Kirche, das ist das Wirtshaus und die sind voneinander 500 Meter entfernt. Und vielleicht 3 Ausblicke in die Zukunft. Ich habe festgestellt, dass sehr viele Leit- und Orientierungssysteme, unter anderem auch die Verkehrsbeschilderung, eher betreiberzentriert ist. Was heißt das? Sie können in ein Parkhaus reinfahren und auf den ersten 5 Metern kommen 20 Schilder und eine Tafel der Benutzerordnung dieses Parkhauses. Das lesen Sie alles immer, wenn Sie ins Parkhaus fahren, weiß ich schon, klar. Was will der Betreiber damit tun? Er möchte sich rechtlich absichern, dass wenn in dem Gelände, das er betreibt, ein Unfall passiert, er aus der Haftung raus ist. Tolles Modell, oder? Also Sie haben 0 Orientierung, der Betreiber ist rechtlich abgesichert und dann machen Sie doch irgendwie. Das heißt, ganz viele Dinge, diese Betreiberzentrierung, die ist eben statisch und die ist irgendwie auch hierarchisch gedacht und ich glaube, wir können das heute anders machen. Ich glaube, dass Leit- und Orientierungssysteme oder Kommunikation in Zukunft überhaupt userzentriert sein muss. Also dass wir tatsächlich nachdenken, was haben die Leute an der und der Stelle für ein Orientierungsproblem. Und sie sollte natürlich wandelbar sein, weil wir in einer sehr dynamischen Gesellschaft leben und sie sollte dann auch vielleicht pluralistisch auf ganz unterschiedliche Gruppen eingehen können. Und wir werden uns, das ist jetzt nicht Teil, 1 Minute, ich bin voll im Zeitplan, klasse, danke. Das ist meine letzte Screen, Punktlandung. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass ein großer Teil der Orientierung in den letzten 7 Jahren, und das wird in Zukunft zunehmen, über Mobile Devices läuft. Das heißt, das, was wir in der Vergangenheit, weil es solche Systeme nicht gab, über Beschilderung, über Angebote des Betreibers der öffentlichen Hand vornehmen mussten, heute von den Leuten über eigene Devices, in eigenen Sprachen, in eigenen Filterungen selber vorgenommen wird. Und wir müssen irgendwie einen Dialog schaffen zwischen diesen Systemen und den Elementen, die wir noch bauen, weil es bringt nichts, also die gleichen Inhalte sowohl auf dem Schild zu haben, als auch auf dem Handheld.
Und eigentlich sind die Systeme so weit, dass wir heute in die Gebäudeorientierung mit integrieren können. Da gibt es noch ein paar rechtliche Fragen. Die Feuerwehr macht das aber schon lange. Das heißt, die Feuerwehr hat von jedem Neubau ein 3D-Modell. Das heißt, genau wissen, wo sind die Eingänge, wo müssen sie rauf, wo sind die Türen und so weiter. Das heißt, die können auf diese Daten schon zugreifen. Wir werden es in kürzester Zukunft erleben, dass diese Orientierungssysteme, die im Moment am Gebäudeeingang enden, an der Hausnummer, irgendwann uns auch ins Gebäude zu den jeweiligen Personen an deren Ort führen werden. Vielen Dank.